Mittel, Alter. Menschen, die Erfolg und Geld haben, entdecken oft ihr Interesse an Kunst und Kultur. Sie werden Unterstützer und Geldgeber. Im Mittelalter war das nicht anders. Ohne die Mäzene wäre mittelhochdeutsche Literatur gar nicht möglich gewesen. Ein beeindruckendes Beispiel dafür ist eine Sammlung mittelhochdeutscher Lyrik, der Codex Manesse oder auch Große Heidelberger Liederhandschrift genannt. Sie befindet sich heute in einem speziell klimatisierten Raum in der Universitätsbibliothek Heidelberg. Allerdings kann man im Internet virtuell in ihr blättern. Die Handschrift ist 35 x 25 cm groß und besteht aus insgesamt 426 Pergamentblättern, die zusammengebunden wurden. Ursprünglich war sie einmal 7 kg schwer. Mäzen war Rüdiger Manesse, Patrizier und Mitglied im Rat der Stadt Zürich, unterstützt von seinem Sohn Johannes. Die Lieder wurden bereits vor dem Jahr 1300 gesammelt. Um das Jahr 1300 allerdings entstand die erste Handschrift, der sogenannte Grundstock, bestehend aus 110 Autoren. Dann wurde die Handschrift bis zum Jahr 1340 immer wieder ergänzt und auch in der Version, die uns heute vorliegt, ist immer noch ein Sechstel der Blätter frei für eventuelle Nachträge. Man plante also, die Handschrift immer wieder zu ergänzen. Insgesamt arbeiteten 20 Personen daran, Schreiber, Illustratoren und Miniaturenmaler. Das Ende dieser Arbeiten erlebten die beiden Mäzene allerdings wohl nicht mehr, denn Johannes Manesse starb bereits 1297, sein Vater Rüdiger im Jahr 1304. Der Gesamtbestand des Codex Manesse umfasst 140 Autoren und ihre Werke. Sie stammen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, wobei der Schwerpunkt auf dem Gebiet der heutigen Schweiz liegt. Hinter mir seht ihr das Inhaltsverzeichnis. Die Autoren sind nach ihrem Stand geordnet. Es beginnt bei Kaiser Heinrich VI. Es folgen Grafen, Herren und so weiter und am Ende dann die nichtadligen Dichter. Zu jedem Autor gibt es ein ganzseitiges Autorenbild, darüber der Name des Dichters. Und nach diesem Bild folgen auf den nächsten Seiten dann die Texte. Es sind alles männliche Dichter mit einer Ausnahme, die Winsbeckin. Doch man ist sich ziemlich sicher, dass es sich dabei nicht um eine Autorin, sondern um eine literarische Figur handelt. Eine Sonderstellung innerhalb der Dichter nimmt Johannes Hartlaub ein. Sein Autorenporträt besteht aus zwei Bildbereichen, die jeweils eine Szene aus einem seiner Lieder darstellen. Seine Texte sind besonders sorgfältig geschrieben, und zwar von der gleichen Hand, also dem gleichen Schreiber, der auch alle Autorennamen über den Bildern geschrieben hat. Sehr wahrscheinlich handelte es sich dabei um einen Züricher Stadtschreiber. Die Texte des Johannes Hartlaub waren ursprünglich als Abschluss der gesamten Sammlung gedacht. Und das macht Sinn, denn eines seiner Lieder ist ein Gönnerlob auf die Familie Manesse. Und dieses Lied enthält Hinweise auf die Entstehung einer Liedersammlung, sehr wahrscheinlich eben dem Codex Manesse. Auf dieses Gönnerlob folgt dann ein Frauenlob, das besagt, dass nur die Schönheit der Frauen den Minnesang erst ermöglichte. Und damit zeigt sich auch schon so ein bisschen das Programm dieser Handschrift. Der Gönner, Rüdiger Manesse, wollte diesen Minnesang sammeln, weil er sich selbst auch in der Tradition der höfischen Kultur gesehen hat. Die Autorenbilder und ihre Darstellungen sind Zeugnisse der höfischen Kultur des hohen Mittelalters, so wie sie um das Jahr 1300 noch präsent war. Die Darstellungen sind oft den Liedern entlehnt, aber die Bilder der Autoren sind natürlich keine wahrheitsgetreuen Porträts, die gab es erst Ende des 15. Jahrhunderts. Es sind stilisierte menschliche Darstellungen. Die Bilder lassen sich in mehrere Grundtypen einordnen, die dann wieder jeweils variiert wurden. Ich will euch diese Grundtypen einmal anhand von einigen Beispielen darstellen. Zunächst ist der Autor alleine sitzend zu sehen, zum Beispiel auf dem Bild von Heinrich von Feldecke oder noch berühmter ist die Darstellung Walters von der Vogelweide als Denker. Ein anderer Bildtyp ist der Autor im Gespräch mit einer Dame, hier ein Beispiel Gottfried von Neiffen. Auch kann der Autor mit einem Boten dargestellt werden. Hier die Miniatur zu Otto von Botenlauben.
Ein weiterer Typus ist der Autor in einer Menschengruppe. Hier sehen wir Gottfried von Straßburg in einer Gruppe. Er selbst hält eine Wachstafel in der Hand. Natürlich muss ein Autor auch als Ritter dargestellt werden, bewaffnet mit Rüstung. Hier auch ein berühmtes Bild Wolfram von Eschenbach mit Rüstung, Schwert und Schild. Ja, und schließlich der Autor bei einer intellektuellen Tätigkeit. Hier diktiert Konrad von Würzburg einen Text. Oder der Autor ist bei einer sportlichen Tätigkeit, so wie auf diesem Beispiel der junge Meißner beim Kegeln. Der Codex Manesse erscheint wie eine Gesamtausgabe der mittelhochdeutschen Liedkunst. Und tatsächlich scheinen die Mäzene den Anspruch gehabt zu haben, jedes zur damaligen Zeit bekannte höfische Lied aufzuzeichnen. Und der Codex Manesse ist deshalb auch die wichtigste Quelle für den Minnesang, denn alle Formen sind enthalten, von den Anfängen beim Kürenberger über die hohe Minne eines Rheinmar in Wien, die sogenannte ebene Minne eines Walter von der Vogelweide bis hin zu den Dörperliedern des Neidharts. Wenn ihr mehr über den Minnesang wissen wollt, dann klickt auf das i hier über mir. Ja, und auf der anderen Seite ist der Codex Manesse aber auch eine Verherrlichung der höfisch-ritterlichen Welt, in deren Nachfolge sich das spätmittelalterliche Bürgertum und hier eben speziell die Familie Manesse gesehen hat. Und der Codex sollte diesen Anspruch demonstrieren. Der Codex Manesse ist ein Repräsentationsobjekt. Das erkennt man auch daran, dass die Handschrift ursprünglich Metallbeschläge hatte, um sie zu schützen und wohl auch angekettet war. Ja, so etwas Wertvolles wollte man natürlich nicht verlieren. Möglich war auch, dass man den Codex ausgeliehen hat, um bei befreundeten Familien zu zeigen, ja, welche Pracht, welche Macht man selbst repräsentiert. Heute geht der Codex Manesse nur noch ganz, ganz selten auf Reisen. Aber wie gesagt, man kann ihn virtuell im Internet anschauen und das sollte man unbedingt einmal tun. Neben dem Minnesang gibt es natürlich auch noch eine ganze Reihe anderer Themen zur mittelhochdeutschen Literatur, die ihr alle in meiner Playlist findet. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den ganzen Kanal abonniert, um keine Folge mehr zu verpassen.